So, nun begrüße ich meinen nächsten Gast und das ist Manfred Müller aus Bremerhaven. Aha. Ein Urgestein hier in Bremerhaven, als Musiker ja schon immer bekannt. Hallo Klaus. Manni, ich begrüße dich recht herzlich. Du bist auch Dankeschön. da. Jo. Das ist ja schön und diesmal nicht mit Musik, Nee. sondern du hast uns hier diesen Apparat mitgebracht. Ja, mit der Dass jungen das Dame. nicht ein Handy ist, sondern ein Telefon. Ich halte das jetzt mal ein bisschen höher. Ich glaube, das ist für die Kamera ganz gut so. Moment mal, das ist ja verdammt schwer, nicht? Ja, Manni, erzähl mal, wo hast du dieses schöne Teil dann her? Im Haus meines Vaters hing dieses Telefon zwischen Geburtstagszimmer und Esszimmer. Und wie man weiß, meine Mutter und Vater sind geschieden, schon in den 40er Jahren, Anfang der 40er Jahre. Und mein Vater hat die Tante Gerda geheiratet, 1946. Und die hatte sich immer für Antiquitäten und für Besonderheiten interessiert. Da ist das irgendwie auch erstanden worden. Ja, das ist natürlich. Und wie bist du jetzt herangekommen? Hat sie dir das geschenkt? Nee, es war dort geblieben, nachdem mein Vater und Tante Gerda verstorben sind, 98, und ich mit meiner Frau Andrea dort eingezogen bin. Aus der reinen Erbfolge. Aha, Einzige Kind. ein geerbtes Telefon. Ein geerbtes Telefon, Ja, genau. das ist ja schön. Dann wollen wir uns erstmal näher befassen. Es hat ja ein sehr schönes Gehäuse aus Mahagoni. Ist auch sehr gut erhalten. Ich habe ja schon geguckt, es fehlen keine Teile dran. Ich halte mal Und fest. diese Sprechmuschel, heute sagt man ja Mikrofon, die lässt sich hier bewegen. Das hing ja fest an der Wand und so konnte man das für verschiedene Größen der Menschen anpassen. Nicht? Mit dieser Bewegung. Ja. Es hat zwei Klingeln. Man muss ja wissen, dass die Klingeln schon, diese Erfindung dieser Klingeln schon eine eigene Geschichte hatte. Werner Siemens hat ja diese Klingel erfunden. Früher konnte man ja nur ein Ton erzeugen durch Minus-Plus-Betätigung und die sollte ja rasseln. Und das hat schon ein bisschen gedauert, bis wenn man dieses erfunden hat, dass durch ein Signal vom Amt das Ding auch rasselte. Ja. Das Telefon stammt vermutlich von der Firma Siemens und Halske. Und wie alt ist das, weißt du ja schon. Ja, ich weiß ungefähr Das. Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja, genau. Anfang des 20. Jahrhunderts ist genau, Datum steht ja hier, ist ja eingestempelt, sogar mit der Kaiserkrone daneben. Und da steht ja einmal das Datum, genau, da haben wir ja ein ganz genaues Datum, jetzt habe ich es nicht mehr im Kopf, aber 1903. Und dann finden wir nochmal das Datum 1904. Also das ist das Modell von 1903, das M03 ist das hier, dieses Apparat. Ein sogenanntes OB-Telefon, offene Batterie. Das heißt, der Batteriekasten für den Betrieb der Sprechmuschel, des Mikrofons, war extra angeordnet in einem Kasten, Aha. seitwärts des Telefons oder unten am Telefon irgendwo, wo nicht jeder so rankam. Und dadurch wurde der Strom erzeugt. Um eine Verbindung herzustellen, dann mache ich das mal hier eben auf, haben wir die Kurbel mal rausgezogen, dann zeige ich das mal. Immer hoch. So, jetzt heben wir das mal. Ich gehe noch mal ein bisschen zur Seite, damit das hier so richtig zu sehen ist. Wie das hier innen aussieht, ja, das können wir ganz so abmachen. Das geht so. Da haben wir ja den Kurbelinduktor, heißt das Ding. Damit Andersrum. ja, ist an sich egal, wie man das rumdreht. Es wird ja Strom erzeugt durch diese Magnetfelder, die hier drin sind. Und dann klingelt das Telefon, dann ist ein Klingelgeräusch, nee, kein Klingelgeräusch, das ist Blödsinn. Dann gehen Faltklappen im Fernmelder an, wo die kleinen Mädchen sitzen, fällt dann eine Klappe auf in ihrem Klappenschrank, so hieß das damals. Und dann konnten die genau sehen, dann war die Nummer erkenntlich, wo wer da angerufen hat. Wo es hingehen sollte. Das fragt die Aha, Fernanlage dann, ja. welche Verbindung möchten Sie haben, welche Nummer und wo sitzt der Teilnehmer.
Und dann hat sie gestöpselt und hat die Sache verbunden. Ja, und war das Gespräch beendet, dann hängte man einfach hier wieder ein, das Relais schloss und die Verbindung war getrennt. Das ist ganz einfach. Das sind hier die Sachen für die Klingel. Und so funktioniert das. Ich will das gleich nochmal, wir können das ja mal offen lassen, nochmal in meinem Buch zeigen. Ja, jetzt ist mir natürlich mein Blatt hier rausgefallen, sehe ich schon. Aber wie das so aussah, meine hältst du mal, in so einem Fernmeldeamt von damals, sieht man massig beschäftigte Mädchen. Ist ja heute alles nicht mehr, heute alles elektronisch geschaltet, ohne braucht Mädchen. Man alles gar nicht. Und hier sind die sogenannten Klappenschränke. Da, wo denn die Nummern immer rausfallen und wo die sehen, aha, und diese Verbindung dann zusammengestöpselt wird von den Mädchen. Ich will mal eben sehen, ob ich das hier noch finde. Jetzt die mit den Klappen. Das wäre ja ganz interessant. Ja, sehe ich nicht. Ach so, hier habe ich das. Hier zeigen wir mal, wie diese Klappen aussahen. Das ist praktisch ein Relais. Das bekommt ein Signal hier beim Kurbelinduktor. Das Relais zieht an und die Klappe fällt runter und wird sichtbar. Ah, ja. So ist das geschaltet worden. Und auf dem Fernamt wussten die Mädchen, aha, die Nummer 12 hier hat angerufen und möchte was von mir. Aha. Und hat dann den Teilnehmer verbunden mit seinem neuen Gesprächspartner. Ja, das ist ein altes Buch. Die Elektrizität, ich glaube, das von Wilke, ist aber nicht der Maler Wilke hier aus Bremerhaven, sondern das stammt hier von 1899, stammt dieses Buch. Ja. Da habe ich das alles mal nachgelesen, denn alles weiß man immer nicht und da muss man sich schon ein bisschen informieren. Ja, das Telefon ist in einem sehr guten Zustand. Und du möchtest natürlich jetzt wissen, was auch sowas wert ist, ne? Genau, mal gucken. Ja, willst du das denn verkaufen? Alles hat seinen Preis, aber genau. Wir wollen mal schauen, was du sagst. Was ich jetzt sage. Ich sage so, ein Telefon hat circa einen Wert zwischen 300 und 450 Euro. Mhm. Es gibt ja bedeutend seltenere Telefone. Der richtige Sammler hat meistens dieses schon, weil das ein weit verbreitetes Telefon war zu der Zeit. Und diese ganz frühen Telefone sind die Skeletttelefone, die Tischtelefone als Skeletttelefone, die heute über 2000 Euro bringen, erzielen. Und diese Telefone gab es auch von anderen Firmen noch und deswegen sind die meist verbreitet in dieser Zeit des Industriezeitalters. War das natürlich schon ein gängiges Modell. Gut. So kann man ja auch sagen, man behält es. Und wenn Richtig. Man dann unten in der Wohnung seinen Sohn wohnen hat, dann und kann man ja sagen, 1, 2 und dann brauchen wir das Handy nicht zu benutzen, obwohl man ja auch einen Deal kriegen kann, dass es nichts kostet. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, du hast gesagt, dann baue ich da mein Handy ein und vielleicht so und lass das optisch. Ja, dann wäre es zerstört, dann wäre es ja für die Nachwelt schon, das wäre ja zu schade. Nein, das geht so nicht, das würde ich auch nicht raten. Dann lieber verkaufen und in einem guten Sammlerbesitz bringen, der sowas sammelt. Das ist dann besser, wenn man selbst da keine Verwertung hat, dass man das irgendwo hinhängt oder nicht sammelt, dann soll man das doch lieber dem Sammler überlassen, dass der da seine Freude dran hat. Ja, Klaus, also, das wär's. Ich bedanke mich recht herzlich für dein Kommen und bis zum nächsten Mal. Ne? Ich wünsche dir viel Erfolg mit den zukünftigen. Richtig, das ist ja unsere erste Sendung und wir hoffen, dass wir dann noch einige machen Alles und Gute. Die Zuschauer auch mit uns zufrieden sind. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss.